Ihr möchtet ja die Rennautos sehen. Thank you.
Fahrerlager in die Startaufstellung. Dann wird man um 9.15 Uhr den Grid auf der Start- und Zielgerade aufbauen, die Startaufstellung aufbauen. Das Ganze dauert so 30 Sekunden und dann wird man in die Formation Lab hineingehen um 9.45 Uhr. Und die Formationsrunde, um es in Deutsch sagen zu dürfen, geht dann traditionell hier auf dem Nürburgring auf dieser langen Distanz, knapp über 25 Kilometer, über eine Zeit von 20 Minuten. Und dann werden wir pünktlich um 10.05 Uhr das Feld in die Reise der 3 Stunden hineinschicken. 10.05 Uhr wird es also gestartet. Das Rennen der ADAC 24 Stunden Classic, das Rennen der Youngtimer Trophy rund um Karin Kölzer, rund um Stefan Eckert und das Rennen der FAR-Serie Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport rund um Michael Thier und Ricarda Bianco. Wir beide hier oben sind gemeinsam mit Claudia Höttgen. Das ist ein Porsche 9 LST, 2,4 Liter, 6 Liter Fahrzeug von Pütz Motorsport aufgebaut. Olli, ist in der Eifel weiter? Ist denn heute schon weiter? Da kann ich noch sagen, ja, die Windteufel, die Stützer-Klasse. Hier macht Stimmung, ja, mit dem Fernsehen.